Wettessen um Glatze. Ich schwör's euch, keine Ahnung. Also gar nicht arschig gemeint oder arrogant gemeint. Aber ich habe keine Ahnung, wer diese Jungs sind. Ich habe einfach Evanio eingegeben in der Suchleiste damals. Ich habe immer gedacht, immer guck ich das an. Und dann habe ich gesehen, da haben zwei Jungs ein Wettessen gemacht mit scharfer Pizza. Der Verlierer kriegt eine scheiß Glatze. Ehrlich, natürlich gibt's Leute, die mit Glatze gut aussehen. Mit Glatze, den konnte man ablecken. Aber ich mit Glatze, ich hatte ja früher eine Glatze, weil ich ja Krebs hatte. Es war geisteskrank, wie scheiße ich aussah mit Glatze. Ehrlich, das kann man nicht beschreiben. Aber die Jungs ziehen einfach durch. Wettessen um Glatze. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Das muss ich ihm ehrlich anglubschen. So, die zwei. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich höre, Leute, ich habe diese zwei Jungs noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß aber nur, wenn ich Evanio eingebe in der Suchleiste, wurden die angezeigt. Und die zwei machen ein Wettessen um eine Glatze. Eine scharfe Pizza habe ich schon ein paar mehr gesehen. Wir kommen zum Video. Heute machen wir Wettessen mit scharfer Pizza. Prank Bros auf Wish bestellt. Wer weiß, wenn die ehrlich durchziehen, dann sind die keine Prank Bros. Der Verlierer, Glatze. Der oder ich. Kein Fake. Keiner von uns beiden Verträge scharf. Ja, die haben schöne lockige Haare. Also, Romo. So, und nichts für mich. Nichts. Team Ilias? Ich wollte neutral. Guck mal. Wie scheiße, ich bin neutral. Ich bin auf jeden Fall für Philipp. Ja, Mann. Okay, der eine heißt Philipp. Der andere heißt Ilias. Gut, das wissen wir. Ich hasse scharf eigentlich. Ich bin halt auch scharf. Ich hatte vor zwei Tagen Pfefferspray in den Augen. Das ist genauso wie scharf. Ich hatte vor zwei Tagen Pfefferspray im Auge. Dann weißt du ja, wie es hoffentlich gleich ist, Pfefferspray im Mund zu haben. Ich hatte mal Pfefferspray leicht im Auge, weil so ein Typ hat mal in unserem Viertel, da war Pfefferspray voll in. Jeder hat ein Pfefferspray, weil auf der Reeperbahn damals konntest du sowas sagen wie, ja, ich werde gemobbt, kann ich ein Pfefferspray haben. Und ich schwöre, die haben direkt rausgegeben. Hat jeder ein Pfefferspray-Gefühl gehabt und ein Typ hat auf dem Fußballplatz einfach so gesprayt und meinte so, ey, guck mal. Und ich bin dann durch diese Wolke so leicht gegangen und dann so. Obwohl es ganz leicht war, hat es krass wehgetan. Das hat, oh, das war doll. Wenn der jetzt Pfefferspray im Auge schon hatte, dann wird es im Mund genauso sein. Oh, mein Mund. Pfefferspray? Zeig mal. Entschuldigung. Ah, sind die dumm? Die sprayen so ver... die sind ja komplett gemacht. Digga, seid ihr geil, Digga. Pfefferspray im Auge. Scheiße. Ich schwöre, ich hatte schon blind. Vor allem noch in der Wohnung. Wisst ihr was, Leute? In der Wohnung, Alter. Wo hat der Raum sich ja das verteilt? Das geht ja nicht weg. Och. Dankeschön. Okay, da kommen die Pizzen. Die haben die Chilis runtergemacht. Mann, ja. Das ist scharf. Das ist nicht scharf, okay? Aber die Chilis sind drunter. Warum sind die Chilis runtergemacht? Ich längere Haare von euch. Meine Gimme ist hier. Nase. Ja, ich hab längere. Eigentlich so gleich, oder? Ich hab längere. Ich würde auch sagen, gleich. Ich hab längere. Prank Bros Junge oder was? Ich hoffe nicht. Okay. Aber ich muss sagen, dass sie die Chili runtergenommen haben, ist schon ein bisschen albern. 3, 1, los. Du. Warum sollte die Pizza jetzt scharf sein? Aus welchem Grund? Weiter. Sieh durch. Da ist doch was. Könnt ihr das hier erkennen auf der Pizza? Hier, wo meine Maus ist, da sind so kleine Stücke. Sind das Chili-Stücke? Ich hoffe es. Musik ist natürlich absolut unpassend, aber hofft doch, weil es muss ja aus irgendeinem Grund scharf sein. Sieh durch. So. Ich kann schlucken. Chill mal, Alter. Wollen mir die ganze Bude auseinander. Entschuldigung, mich schon machen. Ich gebe auf. Nein. Ah, was ist das für ein Wille? Wo ist der Wille? Wo ist der Kampf? Ich gebe auf. Nein. Der ist einfach nicht. Der rechte mit dem Pfefferspray ist lahm, aber richtig lahm. Scheiße, ist das echt so scharf? Ich frage mich, was sie da raufgeklatscht haben. Haben die da reingewichst oder warum ist das so scharf? Gibt's gleich mal. Ist der langsam? Wie langsam? Ne, das muss ich mal Replay machen. Wie langsam hat er gerade von der Pizza abgebissen? Guck dich mal kurz an. Es war der langsamste Biss, den ich je gesehen habe. Zack, und dann so ein Stück rein. Gibt's gleich mal. Kommt sie durch? Was? Hallo? Guten Tag, moin. Kommt mal, was ist denn das? Jetzt rollert sie durch. Boah, ist das schwach. Ach, ist das schwach. Boah. Ich bin enttäuscht, ich will eine Glatze. Der rechts kriegt eine Glatze von mir persönlich. Ich bin lockmäßig. Das sind die Prank Bros, die Unterhaltsamer. Was soll denn das? Nein! Du musst Schwurspruch gleich einfahren. Was ist denn da drin? Was ist denn bitte da drin? Guck mal seine Augen an, dieser Junge sieht wirklich tot aus. Was haben die denn bitte da reingemacht? Das ist so scharf, oh mein Gott, ich hab noch nie in meinem Leben was so scharfes gegessen. Aber was ist denn drauf? Wo ist denn schon die Erkrankung? Komm. Geh mal, geil bei Eira. Comeback. Boah, Vierer. Oh Gott, stark, Junge. Ja, du schaffst das. Digga, er spuckt aus. Ja, Mann, wo bin ich denn hier? Ah, mein Mund ist so. Schur. Komm, nimm die zwei Stück und mach ihn fertig. Das war's.
Bitte, komm. Der liegt da. Ist der bewusstlos oder was? Ist der bewusstlos? Philipp, du hast noch zwei. Ich will auch, die Pizza sieht zu gut aus. Schwung, mir wird schwindelig. Ich meine, es ist ja, zieh durch, scheiß mal auf schwindelig. Ich geh dann noch. Scheiß mal auf schwindelig. Ich brauche jetzt mal Eiran. Ich gebe auf, Walla. Digga, stell dich vor, macht wer Essen. Und dann so, ah, chill, Moment. Ich brauche kurz einen Eiran. Moment, ich komme gleich. Bro, hallo, du bist hier im Schweinestream gerade. Hallo, wirklich? Das ist ja mal eine Ultra-Enttäuschung. Digga. Also, wenn da jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, 10 Millionen Scoville drauf ist, okay, aber sonst. Ich gebe auf. Ich bin da schön. Ich gebe auf. Ich gebe auf, wir werden so eine Pizza schon. Was sieht die unter 3 Minuten oder so, Alter? Okay. Boah, das war wirklich eine Kacke. Ich will jetzt eine Glatze sehen. Gib mir eine Glatze. Der Recht kriegt eine Glatze jetzt. Mit irgendeinem geilen fancy Beat. Der Haus sieht gut aus. Also schade, dass die ab müssen, aber verdient. Vor allem seine Kollegen schneiden noch. Wisst ihr nicht mal so ein ärmlicher Friseur? Oh Gott, das wäre die schlimmste Bestrafung der Welt, glaube ich. Weil ich bin so ein Typ, ich habe zuerst nicht die geilsten Haare der Welt und dies und das. Ich muss sagen, als ich damals eine Glatze hatte, habe ich das so scheiße angefühlt. Ich schätze Haare so sehr, ne? Und wenn die ab müssten wieder, uff, das wäre ganz schlecht. Okay, Bro, du hast die Schere nicht im Kopf bekommen oder so. Die Leute sind Philipp, als der nach Thailand geflogen ist, immer, ja? Ey, machen die eine Show, Alter. Ey, aber ja, auf jeden Fall, ich will die Glatze jetzt sehen. Ich glaube, das steht hier sogar, oder? Oh nein, oder? Er sieht aus wie ein Asiate, ich schwöre, Leute, er sieht aus wie ein Mönch. Würdet ihr auch sagen, das ist ein Mönch, oder würdet ihr sagen, er sieht scheiße aus? Ich muss sagen, natürlich ist ein Upgrade, mit Haaren sah er besser aus, aber es sieht nicht so scheiße aus, wie ich dachte. Also könnt ihr mal reinschreiben in den Chat kurz, mal eure Meinung. Ich finde, er muss sich jetzt nicht schämen oder so, es sieht halt noch in Ordnung aus, so. Es sieht jetzt nicht geistkrank scheiße aus, aber guck mal, egal. Ich will nicht wissen, was auf dieser scheiß Pizza war, ne? Aber er hat durchgezogen, er hat eine fucking Glatze. Das heißt, er hat ja wirklich durchgezogen. Das heißt, schon mal besser als die Prankbus auf jeden Fall. Aber Video war trotzdem sehr. Ich habe nicht verstanden, was auf Pizza drauf war, warum so scharf war. Aber es war anscheinend echt schlimm. Aber die Glatze, ich muss sagen, du kannst trotzdem noch rausgehen, mein lieber Avatar. Also ich find's in Ordnung. Sieht Avatar-mäßig aus.